Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Black Ops 2 auf der Map Carrier mit dem edlen Gameplay-Spender Michi229. Moin Moin. Heute möchte ich mal in meinem Commentary ein Thema ansprechen, was ich ja schon mal gemacht habe, nur ein bisschen anders. Es ging ja um das Thema UFOs. Gibt es sie wirklich oder gibt es sie nicht? Aber heute geht es mir mal um außerirdisches Leben. Nun ja, außerirdisches Leben. Das wird schon lange spekuliert. Von verschiedensten Wissenschaftlern wird spekuliert, gibt es nun diese Außerirdischen oder gibt es diese Außerirdischen nicht? Ihr müsst euch das mal so vorstellen, Leute. Es gibt 200 bis 400 Milliarden Sterne. Und diese 200 bis 400 Milliarden Sterne haben dann nochmal 100 Milliarden Galaxien, Leute. Und in diesen 100 Milliarden Galaxien muss es doch irgendwo irgendeinen Funken Leben geben. Das ist doch wahrscheinlich. Und wenn ich dann immer diese Wissenschaftler höre, ach, es gibt doch kein Leben auf der Erde, wir sind die einzigsten auf der Welt, dann muss ich schon mal kotzen, weil vor 500 Jahren hat man auch gesagt, Amerika gibt es nicht und die Erde ist eine Scheibe. Kommt ihr jetzt drauf? Dämmert euch jetzt irgendwas? Das ist typisch Mensch. Er glaubt etwas und da hält er dran fest. Damals hat jeder geglaubt, na klar, die Erde ist doch eine Scheibe. Heute wissen wir es, Leute, die Erde ist keine Scheibe, sondern ist eine Kugel. Und wenn damals haben die Leute gesagt, fliegen wird man niemals können. Fliegen können nur die Vögel und die Insekten. Und heute? Ja, heute fliegen wir bis zum Mond, Leute. Ich glaube ganz fest daran, dass es außerirdisches Leben gibt. Nicht in unserem Sonnensystem, sondern viel, viel weiter. Und ich denke auch, dass es da viel, viel mehr Leben gibt. Also ich denke auch, das Leben sieht dann ganz anders aus. Aber was ich glaube, dass unsere ganze Galaxie nur ein kleiner Atomkern ist. Und wenn wir da immer weiter rausgehen, kommen wir irgendwann mal... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt es in meinen Augen auf jeden Fall Außerirdische. Damals hat man ja auch mal so ein Asteroid gefunden, wo irgendwelche Versteinerungen drin waren. Nur man weiß nicht, ob es jetzt wirklich Versteinerungen sind in diesem Asteroid oder ob das einfach nur so, ja, Gesteinsbildungen sind oder so. Jetzt natürlich mal eine Frage an euch. Glaubt ihr fest daran, dass es außerirdisches Leben gibt? Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wir haben es sogar schon mal versucht, mit Außerirdischen Kontakt aufzunehmen. Mit einer goldenen Rekordkoffer mit Gebrauchsanleitung. Da drauf sind natürlich ganz, ganz viele Informationen, wie wir aussehen und wie wir leben. Die Frau hat eine Muschi, der Mann hat einen Schwanz. Solche normalen Dinge sind da drauf und die schwirrt jetzt irgendwo in den Galaxien der Erde rum. Ja, damals glaubte man natürlich auch an Außerirdische, ist klar. Klar, natürlich. Und damals glaubte man einfach, die Außerirdischen würden aussehen wie der Teufel, so mit Hufen und so. Und irgendwann mal durch die Amerikaner wahrscheinlich wurden die Außerirdischen plötzlich grüne Männchen. Was, denke ich mal, nun ja, nicht so realistisch in meinen Augen ist. Jetzt kommt auch noch so ein Phänomen. Kornkreise, Leute. Offiziell sind die Kornkreise alles fake. Ist Fakt. Die ganzen Kornkreise, Leute, das ist fake. Das wären riesige Raumschiffe, die da gelandet wären. Das müsste doch aufgefallen sein. Also, in meinen Augen sind diese ganzen Kornkreise absoluter Bullshit. Das bedeutet nicht, dass es keine außerirdischen Lebensformen gibt. Ich glaube schon fest daran. Vielleicht sind sogar schon mal Außerirdische auf der Erde gelandet. Vielleicht in der Zeit der Dinosaurier. Oder in der Zeit von der Jurazeit da, wo die ganzen fetten Tiere da rumgelaufen sind. So. Vielleicht sind die da gelandet und haben gedacht, scheiße, da ist ja nichts los. Dann sind sie wieder weggegangen und ja, wieder in ihre Galaxie. Aber wenn die heute wieder auf die Erde kommen würden, die Außerirdischen, ey, Digga, die würden sich freuen, Alter. Die würden erstmal Disco machen hier und einen fetten Joint rauchen. Gut, das würden die wirklich machen. Bin ich fest davon überzeugt. Nun ja,
Gucken wir mal zum edlen Gameplay Spinner Michi. 229 mit 15 Kills und 8 Abschlachtungen ist er dabei. 3 Eroberungen hat er mitgerissen. 3 Verteidigungen. Herzlichen Glückwunsch. Und nochmal einen Kill gemacht. Fette Sache. 72 zu 89. Spielbonus 262 EP. War geiles Gameplay. Ich sag nur ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao.